Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Starbound. Kano bewegt dich, da bewegt er sich. Gott. Kurz gehabelt. So. So, so, so. Ich wollte kurz mal hier... was ist denn jetzt los? Ein bisschen klar Schiff machen. In der Bude. Und zwar, eigentlich müssten wir auch anbauen, ausbauen. Dazu bauen oder. Das machen wir noch, aber nicht jetzt. Ich bin nämlich gespannt, was mit diesen Core Fragments auf sich hat. Wir werden erstmal hier unseren... Wo habe ich ihn? Da ist er. Ja. Wir haben uns weiterentwickelt. Wie gut. So, die Large Boxes, die packen wir erstmal da oben hin. Die können ja hier rein. Den Brunnen auch. Da kümmern wir uns später drum. Die Mülltonne stellen wir uns gleich vor die Tür. Die Campfires können wir hier mal reinpacken. Wobei, komm, die behalten wir mal dabei, falls wir auf dem Eisplaneten landen. Hier die Saplings können hier rein. Die Fackeln würde ich ganz gerne gleich irgendwie mal irgendwo hin platzieren. Hier. Das kann weg, das. Unser Hochzeitskleid kann weg. Die ganzen Dinger hier, die werde ich wahrscheinlich nicht so wirklich viel benutzen. Ich lagere sie erstmal hier. Vielleicht brauchen wir sie irgendwann. Die Flares behalten wir mal. Die Sachen hier packe ich auch erstmal rein, solange ich nicht weiß, wofür sie gut sind. Ja, kann auch weg. Throwing-Dinger. Die kann auch einmal weg. Eine nehmen wir mit, die probieren wir mal aus. Paper. Why would take this useless trash? Okay. Ich glaube, das können wir löschen. Nutzloser Müll. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt im Inventar. Dann sortieren wir einmal durch hier. Zack. Und hier auch. Zack. Und hier auch. Zack. So, dann packen wir noch die Seeds, die wir dabei haben, weg. Warte mal, da ist ein Potato. Potato. Oh, wir brauchen Nahrung. Wir gucken uns mal hier sowas. So, dann gönn dir mal das Gute. Hau rein. Ja. Scheint zu munden. Was können wir denn noch machen? Karott. Eine. Die Tomaten kochen wir auch mal. Das Steak. Oh, haben wir zwei. Dann den Reis. Oh, wie viel Reis haben wir denn? Und die Potatoes. Drei Stück. Sehr gut. Dann einmal, hier haben wir nämlich noch Tomato-Seed. Ah, die passen hier nicht mehr hin. Schade. Schade. Dann halt wieder eine Potato dahin. Kein Platz verschwenden. So. Corn-Seed. Korn haben wir hier noch gar nicht angebaut, ne? Müssten wir auch mal machen. Können wir eigentlich hier drüben machen? Komm, dann verwalten. Dann verlängern wir das ganze Ding hier mal. Ein noch so. Und dann Corn Seed. Zack, die passen hier zum Glück hin. Ja, dann kommt hier halt auch noch eine Tomato dazwischen. Lässt sich jetzt ja gerade nicht anders machen. Sortieren einmal. Sehr gut. So, dann haben wir hier unser Wheat. Haben wir hier noch irgendwas? Karotte. Und was haben wir hier noch? Nochmal Tomato. Ah, die passen da jetzt aber nicht noch hin, ne? Die passen da jetzt bestimmt nicht noch hin. Nein, das tun sie nicht. Aber die Karotte. Passt die Tomato denn hier hin? Nein, da ist wahrscheinlich der Baum im Weg. Was mache ich mit dieser Tomate? Da. Dann kommt die Tomate erstmal hier wieder rein. So, und davon haben wir schon wieder drei. Jetzt haben wir sechs davon. Ich weiß immer noch nicht, wofür sie gut sind. So, da haben wir erstmal ein bisschen Nahrung am Schdissel. Dann machen wir uns mal auf mit unserer Sense und spielen tot. Ich bin der Tod. Der mexikanische Tod. Nein. Natürlich nicht. Ah, Vorsicht. Weiter. Chill. Kurz ausruhen. Ja. Was wächst denn hier?
Nur auch mal mitnehmen. Und umplatzieren. Unsere Höhle. Ah, siehst du hier, die Dinger wollte ich doch noch. Dann können wir den da ja. Oh, die kann man an- und ausmachen. Gucken. Wie geil. Das hier würde ich nämlich ganz gerne mal fixen. Da müssen wir den Baum aber für abholzen. Dann haben wir nämlich da nicht immer so eine Pfütze. Weißt du, so eine Pfütze. Das hier kommt auch weg. Loop. Loop. Und das hier auch. Was sind das? Ah, wieder das hier. Wo ich immer noch nicht weiß, was das ist. Was sind das? Paprika? Purple. Muss ich mal googeln. Weiß ich nicht. Sagt mir gerade nichts. Ich kann ja nie alles wissen. So. Dann machen wir hier mal eben nochmal mit dieses. Warte, das Gras muss weg. Das Gras. Gras. Ah, die Sonne geht auf. Ein wunderschöner Morgen lacht uns entgegen. So ist das schön, so ist das schön. So, machen wir hier schön gerade. Hier unten alles zu. Zu. Und dann machen wir hier zu. Vorsicht, nicht zu viel. So. Nein! Jetzt bin ich hochgelaufen. Da müssen wir nochmal abbauen. Der Background. Der Background. Mal weg hier. It's too much. It's einfach too much. So, dann machen wir hier. So und so. Würde ich jetzt mal sagen. Und hier machen wir so. Hier kommt wieder schön Rasen hin. Was überhaupt Rasen sein soll. Das ist wahrscheinlich eher Heu oder sowas. Damit ich hier meinen Boden bestücke. So, und hier haben wir ein Seed. Genau, ein Sapling. Da. Den Baum will ich nämlich behalten, ne? Der ist cool. Und den nächsten machen wir hier noch hin. So, dann kommt hier einmal so ein Ding hin. Und hier kommt auch mal so ein Ding hin. Ganz stilecht hier alles. Hier mal eins hin. Hier direkt an die Tür. Ja, hier können wir jetzt keins hin machen. Aber hier drunter, ne? Zack. So. Der hat schon wieder Hunger. Junge, was hast du für ein Kalorienhaushalt? Gönn dir Reis. Reis stopft immer gut. Und das hier noch ein bisschen Fleisch, ausgewogene Ernährung und eine Tomate hinterher. Jetzt habe ich die Fackel ausgemacht. Ah, die steht da nicht gut, die Fackel. Warte mal, die müssen wir nochmal woanders hinsetzen. Die mache ich sonst immer aus, wenn ich daran gehe. Jetzt habe ich die Tomaten eingesammelt. Ah, die Potato. Potato kommt wieder dahin. Ja, okay, dann lassen wir den einen da mal weg. Dann machen wir das woanders hin. Und zwar machen wir das dann mal hier hin. Hier so. Da. Dann können wir immer schön lesen. So, und weil es so schön ist, kommt hier unsere Mülltonne hin. Zack. Genau neben dem Baum. Ein Traum. So, und dann machen wir uns auf zu diesen Korn... Korn, sage ich jetzt schon. Core Fragments. Ach, ich vergesse immer, die sind ja gar nicht böse, ne? Oh, Hühnchen! Hühnchen! Hat sich doch gelohnt. Oh, das arme Ding, ey. Dann machen wir uns auf. Guck mal, die tun mir ja nichts, ne? Nee, die tun mir echt nichts. Oder haben die sich an mich gewöhnt? Haben die mir am Anfang was getan und jetzt nicht mehr? Ich hatte es ja, glaube ich, schon ein, zwei Mal angesprochen, ne? Dass das mal früher so angedacht war, dass die sich irgendwann an einen gewöhnen sollen. Ob es so ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich vermute nur... warte mal, also das hier... Das geht ja mal gar nicht. Verschandelt mir hier die ganze schöne Aussicht auf die grüne Wiese dahinter. So. Ich bin echt gespannt, was ist da
mit diesem Kurs jetzt auf sich hat. Ich hoffe nicht, dass wir in eine Dungeon kommen. Da habe ich ein bisschen Schiss vor. Da fühle ich mich noch nicht bereit für. Da würde ich erstmal meine Rüstung ganz gerne haben. Komplett. Wir haben ja bis jetzt nur die Brustplatte. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Oh, hier sind wir. Hier sind wir. Guck mal, da sollen wir hin. Pfeil. Pfeil sagt dahin. Okay. Leute, seid ihr bereit? Ich trinke mal gerade einen Schluck von meinem Kaffee. Und dann auf ins Abenteuer. Activated. What? The gate. Seems another message from the coming through. Da kommt eine Message durch. Please come. It's what? Repair help. Universe. Get away. We meet. Was? Beam down to the planet surface using the teleporter. Oh nein. Das werde ich noch nicht machen. Das werde ich noch nicht machen. Ich werde mir erstmal zusehen, dass ich mir meine Rüstung zusammenkrafte. Ich habe nämlich Angst. Ich habe Angst. Einfach so einen Teleporter benutzen. Nachher kommen wir da nicht wieder zurück. Ah, der Grüne ist im Weg. Und wir haben ein Leck. Weil es regnet. Lass mal in die Luft schießen. Das war der Zorn der Götter. Bam. Ah, boah. Ich muss nämlich immer testen, wo schießen und das. Ich kann mir das nicht merken. Ah, au, au. Geh weg. Ah, er hier wieder. Jetzt will er mich wieder mit seinem Kopf reißen. Nee. Nichts da. So, warte mal, ich muss das Mikro mal so ein bisschen drehen, weil ich glaube, ich spreche mal am Mikro vorbei. Wahrscheinlich habe ich jetzt die letzten 10 Folgen getan. Wir sind, glaube ich, in Folge 10, ne? Alter, ich habe 10 Folgen überlebt. Woo! Oh, Vorsicht. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich krepiere echt so in Folge 5 oder sowas. So, dann einmal heilen. Wo ist denn mein Home Sweet Home? Guck mal, hier haben wir noch. Hier könnte ich wieder abbauen und das dann nochmal erneuern, da bei unserem Pflanzenfeld. Bei Gelegenheit natürlich. Trash. Ah, guck mal, der ist gewachsen, der andere noch nicht. So, erstmal ab in unsere Schmiede. Dann schmelten wir mal eben alles, was wir schmelten können. Und dann gucken wir mal, ob wir uns daraus irgendwas Schönes machen können. Guck mal, 27. Da geht doch was. Da geht doch was. Iron Bar, können wir sogar noch mehr. Smet. Ach, jetzt können wir auch den machen. Tuxtung Ohr. New. Konnten wir den vorher auch schon machen? Tuxtung? Tuxten? Was ist denn Tuxten? Tuxten? Ich weiß nicht, was Tuxten ist. Wir haben aber anscheinend auch kein Tuxten Ohr. So, new. Wir wollen unseren Helm. Da brauchen wir 5 für und für die Shorts brauchen wir 2. Das heißt, wir brauchen 7 insgesamt. Dann machen wir die mal. 7. Kraftet. Krafte, was das Zeug hält. Da spinnt da der Spinner. So, und dann einmal ein Helm. Dumm. Und einmal eine Hose. Dumm. Gott, ich habe echt Angst vor diesem Teleporter. Oh, Protected Protector. Ein Erfolg bekommen. Ist auch neu mit dem Erfolgen. Die gab es vorher nicht, sonst würde ich sie jetzt ja nicht alle bekommen. So, dann machen wir weg hier auch deinen Hut vor allen Dingen. Dann schauen wir uns mal an, wie wir jetzt aussehen. Samurai Ninja Cats. We are a hero. Nice. That's nice. So kann man rumlaufen. Das sieht gut aus. Ach, ich kann mich gar nicht entscheiden.
Also den Hut finde ich schon mal ganz geil. Das sind hier so wie Sneakers. Das können wir ja anziehen, wenn wir mal in eine Stadt gehen oder sowas. Jetzt ziehen wir uns eine Tunika und Sneakers dazu an. Ey, ich bin voll trendy, Alter. Ich bin voll der Hipster da. Brauchen wir noch unsere Brille. Aber erstmal bleiben wir so. Genießen wir unsere neue Rüstung. Dann packen wir den Rest mal eben weg. Ich will hier gerade springen, ne? Ist eine Tür. Da bringt Springen nicht wirklich viel. So, und dann machen wir uns auf in dieses Squad-Dingens. Bummens. Ach, Kiste ist full. Kiste ist full. I need a new. Pack da hin, das fette Ding. Dann machen wir hier mal zack, zack, zack. Müssen wir mal gerade ein bisschen umsortieren, weil dann können wir mal das, das, das und das. Jo, 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 jo. So sieht's gut aus. Dann packen wir hier mal die ganzen Klamotten rein, die wir gerade haben. In der dicken Kiste sind die Klamotten. Dann noch einmal die Energie auf Freshen. Hunger haben wir auch schon wieder, bald sehe ich gerade. Cotton ist fertig, müssen wir gerade abernten. Ah, es gibt so viel zu tun, so viel zu tun. Potato. Potato ist auch schon wieder am Stissel. Cotton ist fertig. So, Cotton können wir doch mal hier drinnen lagern eigentlich, oder? Wo ist denn das Cotton? Guck mal hier, diese ganzen Plant-Dinger. Die Plant-Fiber behalten wir. Die Cotton... Ich wollte gerade sagen, wir müssen es hier lagern, falls wir sterben, damit ich es nicht verliere. Aber wenn ich sterbe, ist ja sowieso vorbei. Denn war es das ja eh. Ich packe hier jetzt einfach mal alles rein, damit wir Platz haben. Die nehmen wir mit. Die Core-Fragments nehme ich vorsichtshalber auch mal mit. Falls wir die vielleicht nochmal benötigen sollten. So. Hühnchen müssen wir uns noch braten. Dann den Seed hier wieder rein. Nein. Wo ist denn der Seed jetzt? Da. Einmal seeden. Hier, ach, wir ernten dich einfach mal ab. Hier können wir nichts Neues machen, ne? Hunting Spear. Spear, Spear. Haben wir die Flares noch dabei? Die haben wir auch noch dabei. Das ist gut. So, dann einmal kochen. Was das Zeug hält. Potato. Reis. Und ein schönes Chicken. Oh, guck mal, da sind auch schon wieder Tomato. Voll gut. Dann die auch noch. Dann haben wir wieder Futter. Futter. Futter wie bei Muttern. Da juckt die Nase. Hallo und herzlich willkommen in dieser fulminanten Aufnahme-Sessions. Session von Starbound. Okay, so viel dazu. Komm her. Ah. Sollten wir uns eine neue Waffe machen noch? Warte mal. Warte mal. Der hat natürlich schön diesen Vergiftungsdamage. Special Ding drauf. Aber ich würde mir ganz gerne mal angucken, wie viel Damage macht er denn überhaupt? 4,5 auf 1,6. 4,5 auf 1,6. Ein Bastard Sword will ich nicht. Ist ja gar kein Bastard Sword. 4,5 auf 1,6. Ja, okay, der macht ein bisschen mehr hier, der One-Handed. Aber dadurch verlieren wir halt den... Ups. Silvester! Dadurch verlieren wir halt diesen Gift... Special... Dingster, Bumster, was auch immer. Der Baum ist gewachsen! Yay! Diesen Perk. Oder wie auch immer man es nennen soll, den wir da drauf haben. Verzauberung wird es ja nicht sein. Ruhe, Ruhe. Mein Reich komme, mein Wille geschehe. Ach, hei, Alter. Ich fühle mich schon wie so ein kleines Arschloch hier auf dem Planeten. Weißt du, wir kommen hier an. Ach, die sind böse. Okay, und die Lila nicht. Weißt du, wir kommen hier an auf dem Planeten und erstmal wird alles niedergemäht, die ganzen Folgen schon. War jetzt vielleicht auch nicht die schlauste Idee, in the dark loszugehen. Aua. Bam. Was los hier? Ich erwische den nicht. Oh, jetzt habe ich den falschen getroffen. War auch nicht schlecht. Oh, Akku leer. Keine Duracell. Komm her hier. Bam. In your face. Open your mouth. Give me a taste. Aua, 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 aua. Jetzt muss ich aufpassen.
Ich sag ja, man wird irgendwann wird man dann doch ein bisschen übermütig. Das sollten wir tunlichst vermeiden, dass uns das zu oft passiert. Aber irgendwann wird es dann unser Untergang sein. Und der ist dann dauerhaft. Dauerhaft. Wir haben nur ein Leben. Genauso wie das in Real Life. Wir haben auch nur dieses eine. Deswegen sollte man sich auch immer gut überlegen, mit wem man sich anlegt. Der tut uns gerade nichts. So, komm her hier. Au, au. So, dann gehen wir auf ins Portal. Aber nein, Leute, ich sehe gerade die Zeit. Oh mein Gott, ich habe hier gar keine Chance, mich irgendwie safe hinzustellen. Ich habe Angst, dass jetzt rechts oder links oder rechts... sie kommen von allen Seiten. Warum sind wir überhaupt nicht zentriert? So, ich werde hier nochmal eine Aufnahmepause machen und dann betreten wir in der nächsten Runde das Portal des Grauens. Keine Ahnung, wo es da hingeht. Wir werden es heraus... Siehst du, da kommt schon jemand. Alter, ich muss mich eingraben. Ich habe keinen Bock jetzt zu sterben wegen so einem dummen Fehler. Kommt nicht ein. Wir können hier nichts abbauen. Kommt nicht ein. Ja, schöne Höhle. Schöne Höhle hast du da. Zack. Hier bin ich zu Hause. Hier fühle ich mich wohl. Alles klar, ihr Lieben. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Starbound, wenn wir mit Kano endlich in dieses Portal gehen. Da bin ich ja echt mal gespannt, wo wir ankommen. Alles klar. Bis denn. Bye, bye.